Scouts gibt's keine. Ja, die M53 ist nach wie vor OP. Dies ist die einzigste Art, die wirklich broken ist. Und die Lef, die Tier 5er Lef-AT, die ist echt auch OP. Hey, Type 59 könnte was aufmachen, wo es steht. Alles gut. Will jetzt niemand crossen oder was? Oder sie sind schon gecrossed. Na, schade, Type 59 hat sich jetzt ganz schön. Ah. Jetzt will was crossen. Ist doch ein bisschen langsamer, die Helis. VK macht mich auf. Oder? Erstmal stehen bleiben, ne? Ist auch ganz schön viel durchgekommen. Ganzen Mediums. Tja, was machen wir jetzt? Lass mal die Brücke abchecken. Oh, 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 oh. Ist da der Pershing beschießbar? Wenn der jetzt noch weiter zurückfährt? Nee, eigentlich erstmal nicht. HP spenden, ja. Erstmal stehen bleiben, vielleicht nochmal rückwärts fahren. Ach komm. Ja, dann lass mich ja halt daneben, bitte. Super, danke. Yes, yes, 6. Oh, Sumoa hat anscheinend gut Sichtweite. Weiß nicht, war das Objekt 704 da unten drin? Das will ich hier nicht unbedingt abkriegen. Wir verlieren gerade die eine Seite. Massivst. Massivst. Da bleibt's, da bleibt mir jetzt, also die kann ich nicht alle aufhalten. Ich würde mich denen gegenüberstellen, aber es sind ein bisschen zu viele. Das heißt, erstmal hier oben drauf. Bis die um die Ecke kommen. Jetzt fährt der Centurion da runter. Der wird jetzt auch sterben. Naja, mal gucken. Wieso nimmst du nicht die andere Gun vom Conway? Weil die in allem schlechter ist. Die hat zwar 200 mehr Alpha, die hat 600 Alpha Damage, aber die hat mit der Gold hat die eine schlechtere Pen. Die hat halt Hash, naja, okay. Die hat ein schlechteres Gun Handling und ein ganz schlechtes DPM. Also die sind eigentlich in allem schlechter. Wow, das gibt's aber aufs Maul, ey. Die Runde ist das Team nicht wirklich brauchbar. Naja. Jetzt schon die ersten gleich rum hier, oder? Guck dir mal die DPM einfach an. 6 Sekunden Reload für 400 Alpha. Das Einzige, was mich hier oben wirklich balancen kann, ist tatsächlich die Arti. Jetzt keine Gun Depression mehr. Ist interessant, dass die Arti übrigens auf mich schießt. Währenddessen drei Panzer bei denen im Cap stehen. Sehr interessant.
wenn ich jetzt den DPM-Battle gewinne, das wäre cool. Lass mal tracken. Jetzt muss ich ihn pennen, sonst hat er nachgeladen. Hast du die DPM gerade gespürt? Auch selbst, obwohl ich einen Schuss verkackt habe. Die wollen nicht cappen oder so, sonst wollte er doch immer cappen. Ist das die Frage, was mit dem Udis ist und dem anderen hier? Udis kann ich... Okay, der... Ist das mit meinem Loader? Das ist ein Bug, ein Fehler, ein Grafikbug. Das 704 guckt wahrscheinlich in meine Richtung und killt mich. Das ist einfach nur ein Anzeigebug, nichts ist da mit dem. Passiert öfters. So, ist nochmal richtig knapp, das Game. Man soll doch bitte die Arti in den Cap geben. Oh Mann. Warum musste der T30 das jetzt wegschmeißen, das Game? Warum muss er in den 704 reinfahren? Jetzt kann ich es schon wieder fast nicht mehr gewinnen. Ich muss jetzt einfach cappen und einen Schuss taken. Fahr doch in den Cap jetzt rein, du stehst einen Meter davor. Ja, wenn du es nicht machst, dann... Ich komme nicht zu dir. Steht ein 704 pre-aimed auf mich. Ja, da steht es. Ich gehe auf. Steht hier im Gebüsch. Fährst du jetzt in den Scheiß-Cap oder nicht? Ja, ist mir jetzt zu blöd, ey. Steht das 704 gepreamt. Ich bin halt hier schon aufgegangen. Und tschüss. Können wir nichts machen dann, wenn sich der T30 da wegschmeißt. Spiele ich halt auch mal auf Draw und warte ab. Das Einzige, was hätte die AD hätte machen sollen, in den Cap fahren. Dann hätte sich dieser Udes und der 704, die da gepreamt haben, hätten sich umgedreht, wären auf die drauf gefahren. Ich wäre hinterhergekommen, hätte sie gekillt. So. Steht er da oben auf dem Berg, weiß nicht, was er tun soll. Jetzt haben wir einen Draw. Oder ich sterbe, weil das 704 mehr Alpha hat und ich ihn nicht mit einem Schuss killen kann. Ja, ich meine, es ist nicht unbedingt die beste Lösung für die Arti zu cappen, das gebe ich zu. Aber dann hätten sie sich wenigstens umgedreht, weil der Cap angeht. So bin ich hier aufgegangen und wusste schon, dass hier der 704 gepreamt. So ist es von mir aus ein Draw. Ist mir jetzt auch egal. Ich habe meinen Damage gemacht. Ich fahre nicht in das Gebiet. Ich krieg entweder einen gepreamten Udes oder einen 704. Der Udes muss sehr high rollen, da kann er mich killen. Und, das 704 kann mich easy one-shotten. Eigentlich immer. Sollen sie von mir aus ihren Draw haben, ist mir auch zu blöd, ey.
Es wäre eh schon 300 Mal verloren. Warum haben sie nicht gecapped? Die sind hier zu fünft am Cap vorbeigefahren, um in den 704 und in Udes reinzufahren. Da war der T30, da waren noch andere dabei, ich weiß es nicht. Ich habe hier alleine die Base gehalten. Und dieser Spasti, der Predator, der hier sein Maul so aufreißt, der jetzt nur noch zuschauen kann, das wäre schon 300 Mal verloren. Ich habe den 430 gekillt, ich habe den VK gekillt, ich habe den FCM gekillt, ich habe den Pershing gekillt oder halt runtergeschossen. Das wäre schon 300 Mal verloren gewesen. Und wenn er sein Maul aufreißen will, dann kann er Quickie Baby oder sonst was gucken, was, wenn es ihm nicht passt. Deswegen ist er jetzt auch gebannt. Dass ich die Map nicht lesen kann, so ein Quatsch. Soll mich dahin teleportieren oder was? So ein kleiner Faggot, der mir da irgendwas erzählen will, deswegen habe ich den jetzt gebannt hier. Kann jetzt auch nicht in den 704 reinpushen, dann bin ich tot, ja. Dann lebt nur noch die Arti, toll. Hast nichts verpasst, Lenny, gar nichts. Nur wollte nur gerade einer erzählen, wahrscheinlich so ein, keine Ahnung, 45% Dude, dass ich die Map nicht gelesen habe. Nach 4400 Damage plus die ganze Base alleine defended. Und weil ich dann nicht sofort hinterher teleportiert habe und meinen T30 nicht davor bewahrt hat, sich selbst zu suiciden. Das ist alles, den habe ich jetzt gebannt und dann kann er irgendwas anderes gucken, wenn er will. Kann er ja PUBG schauen oder Fortnite oder so ein Quatsch. Vielleicht kann man da die Map besser lesen. Ist halt jetzt ein Draw, kann ich nichts machen. Der Udes wird jetzt in seinem Siege-Mode da oben rumkriechen und der 704 wird immer noch da die Ecke abaimen. Aber ich habe das schon vor 6-7 Minuten gesagt, dass es ein Draw ist. Ich schenke dem 704 jetzt auch nicht ein Free Damage. Da kommt er. Ja, versucht tatsächlich noch was. Er muss gewinnen. Sie sind zu zweit. Jetzt ist er zwar auch ein One-Shot, aber er wird jetzt hier noch ein paar Mal blind in den Busch reinholzen. Ist mir egal. Kannst deinen Draw abholen. Ich habe 5000 Damage. Und hier 9er. Ist zwar jetzt nicht mega geil, aber es ist immerhin was. Es ist halt ein Draw. Hab genügend Wins. Kann ja nicht jedes alleine entscheiden. Ah, ich gehe auf, da ist also jeder wieder hier. Okay, interessant. Sie haben es versucht, immerhin. Hut ab. Jetzt kann ich nur noch faken, dass ich hier wegfahre und dann nochmal hochfahren. Hoffen, dass er zu mir kommt. Ich denke es mal nicht. Hut ab, sie haben es versucht. Okay, gut gespielt. Und er hat sogar seinen Schuss reingebracht. Der wird auch nicht mehr kommen. Der denkt sich jetzt auch, ja, warum sollte ich mich jetzt wegschmeißen, weil wir jetzt beide One-Shot sind. Nein, der kommt tatsächlich. Jetzt gibt es hier ein Standoff. Die Frage, wie sein Gunhandling ist. Gut, er hat's versucht. Hut ab. So, danke fürs Daumen drücken, hat geklappt. Aber ich sag, wenigstens haben sie es versucht. Ich meine, sie sind zu zweit. Ich bin alleine, was soll ich machen? Reinfahren in beide kann ich nichts. Auch ein Ace. Well played, dankeschön. Ja, wie gesagt, das ist kein super Heavy Tank, mit dem du einfach in 5 Panzer reinfahren kannst. Und irgendwie muss es ja gewinnen. Hier der T30, wo ist er? Er hat sich in die Base gepusht, 1800. Naja. Gut, dass ich es gewonnen habe. Das freut mich. Ich meine, wie gesagt, in den 704 reinzufahren ist nicht unbedingt ratsam, wenn der 750 Alpha hat und ich irgendwas mit 400 HP habe. 500.
Dafür, dass du die Map nicht lesen kannst, war das ein nices Gefecht, ja. Dafür, dass der nächste mit 2000 Damage da kommt, ja, Wahrscheinlich habe ich den Damage irgendwie an unwichtigen Stellen der Map gemacht, halt da, wo keine Gegner waren oder so. Wie gesagt, ich sag dir, ich finde es auch gut, dass die Gegner es versucht haben. Der Udes hat sogar noch einen Schuss reingekriegt, der hat 3k Damage gemacht und es ist auch gut, dass der das nochmal versucht hat. Sie waren halt zu zweit, also theoretisch hätten sie mich auch killen können. Sie hätten auch auf Draw spielen können. Also das finde ich gut, dass sie nicht gesagt haben, okay, wir drawen das, sondern wir versuchen es zu gewinnen. Die wollten es auch wirklich gewinnen, das finde ich gut. Und ich konnte halt leider nicht wirklich jetzt aggressiv da jetzt auf reinfahren, das ging halt nicht. Schauen wir mal, wie sich das auf die Gunmark auswirkt. Wahrscheinlich re relativ gut. Ja, 94,5. Und außerdem, wenn ich auf Gunmark oder sonst was spiele, dann ist es das Einzige, was zählt, ist halt einfach mal der rohe Schaden und Spotting. Noch eine Runde, ja. Jetzt dann bloß nicht verkacken jetzt. Noch eine gute Runde. Ja, ich sag mal 3,5k aufwärts. Das müsste reichen. 94 hatte ich. 94,04, ja. Wenn man immer solche Gefechte hätte, naja, das war schon mega knapp jetzt. Der 704 hätte mich jetzt auch irgendwie hitten können. Der hat mich auch ziemlich gut gesnapshottet da oben in dem Busch. Also wirklich, die haben es gut gespielt, die beiden TDs. So, jetzt aber wieder auf das Gefecht konzentrieren. Das davor ist mir jetzt eigentlich schon wieder relativ egal. Jetzt zählt nur das hier. Das Schöne ist, dass es keine Arti gibt. Ich werde trotzdem erstmal einen safen Weg wählen. Oder soll ich in die Mitte? Aber dann fahren wieder alle in die Mitte, ne? Erstmal die safe Position hier einnehmen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen pussyhaft, jetzt da oben gleich drauf zu stellen. Mag sein. Doch, es gibt aber einen Scout, der mich gleich mal aufmacht. Holy shit. Nice. Ist jetzt blöd, dass ich hier aufgegangen bin. Dann werden die mich dann blind rausholen, aber. Ach, der ist zu schnell. Kann jetzt sein, dass ich jetzt zu passiv spiele und dann natürlich auch kein Damage zusammenkommt für die Gunmark. Aber es gibt keine Arti. Ich könnte tatsächlich da in der Mitte spielen, aber da wollen sie jetzt natürlich alle spielen, weil ja, Mitte und so. Ne? Keine Arti. Sonst spielen da nie so viele in der Mitte. Kaum gibt es keine Arti. Ja, wenn ich jetzt hier nichts abkriege, dann fahre ich auch vor. Ich werde es jetzt auch vorfahren. Ah, 257 vielleicht. Was ist mit dem? Wo steht denn der? Kriegt man den? Ja, ich darf halt jetzt nichts. Ich darf nicht zu passiv jetzt spielen. Dann brauche ich wahrscheinlich noch ein Gefecht für die Gunmark. Was ist mit dem Standard B? Ich hatte gehofft, dass der da mal reinfällt in meinen Schuss. Ja. Wenn ich jetzt mit 0 Damage rausgehe, weil ich jetzt hier hinten rum schimmel, dann ist es auch scheiße. Wie gesagt, theoretisch besteht die Möglichkeit, in die Mitte zu gehen. Und unser Team macht das relativ gut in der Mitte, deswegen befürchte ich, dass ich dann halt hier nicht irgendwie den hinten nichts abkriege. Das ist wahrscheinlich auch so. Ich muss es jetzt riskieren in die Mitte. Hey Lux, grüß dich. Ja, ich muss in die Mitte, ich muss da was machen. Oh shit, oder den FVK da unten irgendwie abfahren. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Fährt er jetzt hier durch oder was macht er gut? Ja, ich weiß, bin mir gerade gar nicht so richtig schlüssig. Die Tortoise irgendwie und den VK machen, aber so, dass ich nicht dabei aufgehe. Das könnte jetzt auch scheiße sein. Hier aufgeht der VK, der mit 750. Oh, ich.
auch nicht mal so geil im Moment, die Runde. Vielleicht brauche ich noch eine zweite Runde für die Gunmark. Die Tortoise braucht noch ein Weilchen. Wie kriege ich die am besten rein? Ja, die wird jetzt safe gehen, wenn der Type dahinter steht. Ah, du könntest mir ein bisschen... Ah, da ist sie wieder. Treffen wir den Weak Spot, ey. So gut wie die Runde davor war, so schlecht ist die jetzt bis jetzt. Der schießt gegen Stein. Ja, ich brauche wahrscheinlich einen zweiten Anlauf für die Gunmark noch. Ist halt die Frage, wo der VK rumschimmelt. Der VK 72, wenn ich weiß, wo der ist. Da oben ist er, okay. Da oben drauf, das heißt, eventuell kann ich mir ein bisschen ein Duell mit der Tortoise liefern. Um ein bisschen Damage zu machen. Im Moment sieht es nicht gut aus mit der Gunmark, aber egal, sie kommt schon. Wenn es dieses Gefecht nicht passiert, dann danach. Wow, nice Low Roll. Ich erstmal tracken. Kann sie halt ungespottet hier beschießen, das ist eigentlich ganz cool. Man muss sich halt irgendwas suchen, was man abnaschen kann. Nein. Die hat noch einen schnelleren Reload als ich. Jetzt kommt der 50 TP, oder? Der PL-Spieler ist erwacht. Gut, der VK ist woanders abgebogen. 50 TP, mit dem werde ich fertig. Wenn jetzt sich der 3090, den ich komplett genehmigt. Oh, warte mal, der braucht jetzt Hilfe mit dem Skoda erstmal. Ja, sag ich doch. Oh, warte mal, es gibt einen Jagd-E, der ist oben. Okay, zumindest ist es keine Nullrunde. Eine Nullrunde wäre auch schlimm. Ja, du musst mich jetzt hier nicht schneiden. Das Problem ist jetzt nur, der Jagd-E und der VK, die werden jetzt gleich hier auf uns abaimen. Da bin ich mir fast sicher, dass jetzt einer von den beiden jetzt hier in die Richtung nimmt. Gibt keine Arti, also kann ich hier... Oder dreht sich dafür. Ja, der VK guckt hier schon in die Richtung. Mit dem sich ein Duell zu liefern, ist relativ tödlich. Den zu pennen ist nicht so easy peasy. Der hätte geschossen, okay. Lass mal den anderen rausnehmen, oder? Den dahinter, okay. Was... Fahr um den rum, komm. Scout, fahr um den rum. Da ist der Weak Spot, das ist Runde. Ja, du willst mich, ne? Nix. Daneben. Hallo, ich habe ja eine dritte Gunmark am Laufen. Du kannst ja nicht einfach snapshotten. Ein Schuss. Oh. Muss ja den Zehner abfahren. Nein, gibt's nicht. Such dir eben anders. Ich weiß, dass du einen Schuss drin hast und mich willst. VK, komm bitte, sei so nett und fress den Schuss. Ich meine, ich könnte ihn auffressen und dann rausnehmen. Aber ich kann ihn versuchen zu baiten. Ja, jetzt bist du tot. Schuss hast du jetzt gemacht, jetzt bist du tot. Na jetzt aber, was wollt ihr jetzt das... Na gut, okay. Ich dachte schon, die wollten jetzt den Schilden oder was. Ey. Kann ja auch immer einen Schuss baiten, das ist okay. 570 Heat und es war voll der Low Roll. Das ist ja echt gut, ey. .268 ist noch da oben drauf, das macht mir Angst. Hallo. Muss halt aufpassen. Oh... Das ist, zack, das war das 268 übrigens. Deswegen wollte ich da nicht stehen. Die Frage, wie gut kann mich der Amix 30 outspotten? Wahrscheinlich relativ gut. Ja, bin schon offen. Ja, er kann mich outspotten. Durch das Gebüsch sieht er mich zuerst auf jeden Fall. Ja, blöd.
könnte anfangen, ein bisschen zu blind-shooten, ne? Also sie sind 268 da oben ein bisschen zu ärgern. Ich meine, ich habe Zeit. Ich hoffe nur, dass er nicht zurückschießt. Die Frage ist auch, wie erfolgreich ist das, da oben reinzuballern. Da ist er nicht. Er hat auch wieder zu viele Möglichkeiten, da oben rumzustehen. Links vom Stein steht er nicht. Dann kann er noch rechts vom Stein oder was ist das da? Ich keine Ahnung, wo er steht. Kann halt überall stehen. Ich frage, wie gut sieht mich der AMX-30? Warte mal, hier gehe ich tatsächlich schon wieder auf wahrscheinlich. Steht er da? Nein. Ja, ich habe jetzt nur noch 10 Schuss, also ich will jetzt noch nicht komplett hier ausrasten. Boah, der AMX, der weiß ganz genau, was er tut. Komm, schieb den. Warum schießt da jetzt einer HE IS-4? Warum musst du denn HE jetzt schießen? Tu mir einen Gefallen und sterb jetzt einfach mit deinem AMX. Wow, er spottet mich hier immer noch. Da kann ich ihn halt nicht pennen. Da vielleicht. Habe ich jetzt erfüllt. Noch immer nur diese 4K-Damage-Bullshit. Da fehlen mir einfach die Kills. Das ist schon wieder relativ close, das Game. Na, ich könnte jetzt erstmal den S... Ich weiß nicht, ob der 268 mich halt outspottet, ne? Ja, er outspottet mich. Mhm. Okay, das ist scheiße. Das ist richtig mies. Das ist übel. Er kann mich outspotten. Wenn er HE schießt und mich in den Turm hittet, wow, dann war es das. Wie gesagt, ich will nicht den... Der kann mich mit HE töten, der 268. Ich kann ihn jetzt auch baiten, dass er schießt, aber... Da ist er. Dieses Mal hat er mich nicht outspottet. Wahrscheinlich ist sein Scherenfernrohr nicht aktiv. Kann mich jetzt auch wieder blind feiern. Ne? Es ist noch nicht gewonnen übrigens, ne? Das ist easy noch loose. Jetzt versuchen auf dem S-Kong. Jetzt ist ein riskanter Move hier durch. Oh, nice. Das ist riskant, 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 riskant. Ich wollte jetzt eigentlich auch den S-Kong holen. Mit Hash oder so hätte ich ihn gekillt wahrscheinlich. Oder halt einfach so. So, ab hier bin ich wieder in der Gefahrenzone. Was? Holy shit, nice. Aber jetzt ist der Camper aufgeflogen. Wollt ihr ihn nochmal rammen oder was? Ja, vielleicht reicht's für 3 Marks. Dann bin ich durch mit dem Ding. Kann ich mir einen 10er kaufen. Atze Ruhrpott. Grüße dich. Sag mal, Atze. Ich hatte letztens einen im Gegnerteam, der hieß Atze Ruhrpott. Und der ist ein... Ja, da ist er. Juhu. GG. Und der hat einen Type 4 gefahren. Bist du das Atze Ruhrpott? Da ist die dritte Mark. Und das war sogar relativ gut, das Game. 4800 Damage gemacht. Kaum was gespottet.